Ja, heute Abend erwarten wir einen Vortrag von unserem Saarlandbotschafter, Herr Generalleutnant Eberhard Zorn. Er spricht zu dem Thema Die Bundeswehr und das Saarland, eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass das Saarland jetzt nächstes Jahr seit über 60 Jahren Bundeswehrstandorte beheimatet. Insgesamt kann man sagen, ist das Saarland geprägt durch Fallschirmjägertruppe. Das ist also der überwiegende Anteil. Über die Zeit hat sich das immer wieder verschoben, aber grundsätzlich ist die Bundeswehr seit dieser Zeit mit Bundeswehr verbunden. Und ich kann nur sagen, aus eigenem Erleben hier, dass das tatsächlich eine ausgezeichnete Zusammenarbeit ist. Woran mache ich das fest? Das mache ich fest an den Gemeinden, an den Städten, aber auch an der Landesregierung. Das ist sehr kooperativ. Und in den Städten und Gemeinden sind wir wirklich gut aufgenommen, teilweise auch mit Reservistenkameradschaften, Reservistenverbänden dort präsent. Also insgesamt wirklich eine enge und gute Zusammenarbeit über all die vielen Jahre. Der Saarländer hat mit der Bundeswehr schon immer was zu tun gehabt, weil im Saarland eine relativ große Militärinheit stationiert war, die Fallschirmjägerbrigade 26. Und die meisten Saarländer haben dort ihre Wehrdienstzeit verbracht. Und wenn man sich das mal zurückrechnet, die kamen in 1960 in Saarland ungefähr, während der Zeit alles dort bei der Einheit gedient hat. Da ist ein großer Teil der Saarländer, hat also engere Verbindungen zur Bundeswehr, als man sich das normalerweise vorstellt. Für mich viel spannender war sein Part in der Fragestunde, wo er mit überraschender Offenheit auf Stärken, Chancen und Schwachstellen, die im Augenblick die Führung in der Bundeswehr beschäftigen, hingewiesen hat. Ich bin auch immer stets bemüht oder immer dafür, dass halt einfach solche Standorte erhalten bleiben, weil das ganze Umfeld, die Peripherie, das lebt und stirbt ja alles mit dem Vorhandensein oder Wegbrechen einer solchen Einheit. Und man sieht es immer wieder, dort wo Bundeswehrkasernen aufgegeben werden, ist das soziale Umfeld dann doch eine ganze Zeit lang wirklich gestört, ehe es wieder Fuß fasst.